Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Im letzten Part ging es los mit dem Ninja-Land und dort auch schon den ersten beiden Leveln, nämlich Haus der trügerischen Türen und dann auch noch hinter dem Shoji. Beides sehr, sehr interessante Level, wie ich finde. Und jetzt geht's weiter mit dem letzten Level hier aus dem Ninja-Land, nämlich Herr von Samurais Schloss. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Ich sehe auf jeden Fall viele Stacheln, denen ich am besten ausweichen will. Und auch hier werden wir gleich wieder durchstarten. So, wieder mal klassischerweise haben wir hier 5 Blumen, die es einfach so einzusammeln gibt. In den anderen beiden Leveln hier im Ninja-Land waren es ja immer mehr, die es zu finden gab. Also könnte es sogar kürzer werden als die anderen beiden, aber das muss nicht unbedingt was heißen. Wir schauen mal. Yoshi! So, ich kann ziemlich weit nach links gehen. Hat aber doch, hat eine Bedeutung. Ja, das sieht man mal. Immer in 2D-Jump-Runs nach links gehen. Das immer überprüfen, weil da ganz häufig dann etwas versteckt sein könnte. Okay, aber normale Münzen, leider schade. Das wäre ganz cool gewesen, wenn da irgendwas Wichtiges gewesen wäre. Weil das halt wirklich auch schon so fast unter 2D-Jump-Runs selbst, unter dem ganzen Genre, irgendwie so eine Art Running Gag ist, könnte man sagen, dass man... Was ist das hier? Ein Aufzug, okay. Dass man mindestens einmal irgendwie nach links gehen muss, um da ein Secret zu finden. Und ich meine, das war jetzt auch hier eines, aber halt kein wichtiges. Aber, na gut. Und die kommen nach unten. Das dachte ich mir schon fast. Gehen die auch wieder nach oben? Nein, die bleiben unten. Okay. Aber ich bin da, glaube ich, schnell genug. Also ja, ich kann auch einfach durchlaufen. Oder halt davor dann anhalten. Okay. Ja, aber ich muss da aufpassen, weil da kann auch was eventuell rauskommen. Ja. Okay, und die, manche fahren doch nach oben. Okay. Und hat sich gerade der Fragezeichen-Flatterer zu mir herbewegt übrigens? Sah auch komisch aus, irgendwie. Aber na gut. Ja, und an dem sind noch so Schnüre halt extra dran. Deswegen kam der nach unten, oder kam der wieder zurück nach oben. Also da muss ich auch darauf aufpassen, dass ich dann mit den richtigen immer mit nach oben fahre. Um dann hier alles zu entdecken. Ja. Yeah. Okay. Und die drehen sich um. Das kann ich abwerfen. Ist mal nur irgendwas, ein Objekt. Vielleicht dann ein Kunstgewerk später mal. Okay. So, und da sehe ich schon wieder 4 rote Münzen. Also wir haben dann gleich sogar schon 8 rote Münzen. Hier noch keine einzige Blume. Aber schon 8, das wollte ich eigentlich gar nicht. Na egal. Aber schon 8 rote Münzen ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt habe ich den Block da leider gerade verschissen. Hätte ich auch irgendwas Besseres bekommen können. Aber was Wichtiges ist ja in den Blöcken eh niemals drin. Und deswegen dürfte es schon klar gehen. Sehr interessant. Ich mache mal nach oben. Okay, nach oben geht nicht, ja. Dachte ich mir nämlich schon. Weil das da oben ja blockiert ist. Ich muss erstmal den nach rechts bewegen. Ja. Und jetzt kann ich erstmal hier hin und da was finden. Mich herzen. Und jetzt kann ich aber den hier nach oben fahren lassen. Wenn ich will. Um da ganz nach oben zu kommen. Aber ich kann auch noch hier reingehen. Hallo übrigens. Kann ich mit dir irgendwas... Ja. Okay, dann machen wir gar keinen Schaden. Sehr interessant. Ich kann, also war das jetzt gewollt, was ich jetzt gemacht habe? Ich kann den einfach so als Plattform benutzen. Na gut. Ist gerade der richtige Weg, den ich hier gehe? Das ist sogar der, Moment, das ist der richtige Weg. Dann will ich nochmal kurz zurückgehen, ja. Weil ich jetzt, das ist wieder so ein Ding. Ja, ich bräuchte auch mal übrigens ein paar Eier. Also wieder mal Eier, wir brauchen Eier. Wie immer eigentlich. Ich gehe mal nochmal kurz zurück. Weil ich will dann doch mal da noch kurz nach oben fahren, weil das anscheinend dann doch ein Secret war. Ich dachte, das wäre der richtige Weg. So, hier nach oben. Mhm. Und dann komme ich jetzt nämlich hier, aha, siehst du mal, zur ersten Blume. Gut. So, dann wieder zurück nach unten, genau. So, da rechts unten war ich ja auch schon, also wir dürften hier alles erkundet haben. Was jetzt mit dem Kollegen auf sich hat, weiß ich nicht. Ja, das ist sehr interessant, dass mir der keinen Schaden machen kann. Okay, wenn er zuschlägt, dann okay. Und ich soll eigentlich warten, bis er zuschlägt und dann auf ihn drauf. So ist es gewollt eigentlich. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Aber hat ja trotzdem funktioniert. Also er lässt mir auf jeden Fall genügend Zeit, um auf ihn raufzukommen. Also das ist auch wirklich keine Schwierigkeit. Soll ich einfach schön rüberflattern, dann kann ich die ganzen Stacheln einfach ignorieren. So, okay. Da oben war ich ja jetzt auch überall, ne? Da war ich ja gerade. Ich schaue mal kurz nach. Ne, aber da ist ja noch das Fragezeichen-Dings, genau richtig. Bevor ich noch Eier brauche. Also ich muss nochmal hier zurückkehren. Sobald ich, ja genau, ich werde jetzt mal den Checkpoint nicht aktivieren, weil ansonsten wäre der Scheiger ja zu einem Herz geworden. Aber ich will den sogar als Ei jetzt lieber haben. So, jetzt bitte auch treffen. Bam. So, und 3 weitere rote Münzen. Mhm. 11 Stück schon, aber erst eine Blume. Aber wir haben ja keine Blume verpasst. Das würde mir ja angezeigt werden. Also ist noch alles gut. So, jetzt auf jeden Fall mal wieder Eier. Genau, ganz wichtig. So, und mehr Fahrstühle. Ja, das ist aber ein ziemlich cooles Level, weil man hier auch wieder ein bisschen nachdenken muss. Okay, ich sehe schon. Nämlich zuerst will ich den aktivieren. So. Dann will ich den blauen aktivieren, der dann nach links fährt, um Platz zu machen für den roten, den ich jetzt dann gleich nach oben fahren lassen will. So, wirklich sehr schön gemacht. Nicht allzu schwierig natürlich, aber ein bisschen nachdenken muss man und das gefällt mir sehr.
Und hier ist was, ja. Sehr gut. Nämlich, what the fuck, 4 weitere rote Münzen. 15 haben wir schon. Aber noch 4 Blumen fehlen. Okay. Das ist schon sehr ungewöhnlich, finde ich. Aber muss ja, da kann ich nach oben, muss ja eigentlich passen. Hm, keine Ahnung. So, hier ist die nächste auf jeden Fall. Okay, ist auch die nächste. Ich dachte jetzt schon, dass es vielleicht die dritte auch sein könnte, dass ich doch jetzt eine verpasst habe zwischendurch. Aber nee, wir haben noch keine Blume verpasst. Ja. So, Herzen brauche ich keine, aber na gut. So, und endlich mal ein Eierblock. Das ist sehr gut. Und das sind sogar gleich 2 in Folge hier. Okay. Also jetzt werde ich anscheinend erstmal einige Eier benötigen. Das ist ein Hebel. Ja, was macht der? Wow. Wow, wow, wow. Okay, der dreht den ganzen Raum. Hm. Höchst interessant. Kann ich den von hier aus eigentlich auch aktivieren? Ja, kann ich. Also ich kann den Raum auch drehen lassen, ohne dass ich drin bin. Und das hat sogar eine Relevanz, ja. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Dass ich das nochmal machen müsste irgendwie. Ja, das ist dann auch gar nicht mal so einfach. Weil ich auch das immer bedenken muss, dass ich das teilweise auch machen muss. Aber da will ich jetzt nochmal kurz was austesten. Und zwar, wenn ich nochmal jetzt hier drehe, ich auf die andere Seite gehe und ich jetzt, also genau, jetzt von hier aus nochmal drehen. Aber da dürfte nichts mehr sein. Wenn ich jetzt aber von hier aus nochmal von außen drehe quasi, passiert dann irgendwas? Komme ich dann an den neuen Ort hin? Nein, komme ich nicht. Okay. Aber ich wollte es nur kurz austesten. So, okay. Ja, aber echt ein sehr, sehr interessantes Prinzip. Aber gerade deswegen, weil das halt so ein bisschen rätsellastig ist, finde ich das auch sehr cool. Weil ich ja in Yoshi-Spielen immer im Allgemeinen auch die Level 1 ein paar Rätsel lösen muss, sehr gerne mag. Das habe ich ja schon geschenkt. Habe ich ja schon auch in einem anderen Part erwähnt, dass ich auch in Yoshi's Island halt die Schlösser vor allem immer sehr mochte. Gerade weil man da halt ein paar Mal häufiger auch Rätsel lösen musste. Und wir haben alle roten Münzen. Und 3 Blumen fehlen noch. Das ist fast so ein bisschen wie in einem Match-Level irgendwie. Weil ja dort wir auch immer die... Das war knapp. Weil wir ja dort auch immer die letzten 3 Blumen halt noch bekommen, indem wir einen Highscore aufstellen oder sowas. Aber das ist ja kein Match-Level hier. Hm. Aber vielleicht ist es doch so, dass am Ende noch irgendein besonderer Abschnitt kommt, wo ich dann alle Blumen auf einmal erhalte. Oder auch nicht. Aber ich meine, es ist trotzdem, es ist äußerst seltsam, finde ich. Äußerst seltsam, weil, also ich meine, dass mal die roten Münzen und die Blumen etwas komisch verteilt sind, das kennen wir ja schon. Jetzt mal ein bisschen durchhalten. Shit? Nein, jetzt habe ich Schaden genommen. Na gut, aber es dürfte noch ein Checkpoint kommen. Dass sie mal komisch verteilt sind, das kennen wir ja schon. Aber so komisch, das ist schon nochmal was ganz anderes irgendwie. Hm, naja. Und da geht's weiter. Okay. Hier ist nämlich ansonsten nichts mehr anscheinend. Nein. Warte kurz. Den kann ich übrigens... Achso, ich muss nämlich... Einfach... Ah, hier kann ich ja nicht rübergehen. Ah, das... Okay, das hätte ich gerade von der anderen... Ich verstehe. Muss ich von der anderen Seite aus aufmachen. So, okay, gut. Jetzt nochmal zurück. So, nach unten fahren. Jetzt kommen wir hier rüber. Genau. So, perfekt. Aber ist da unten noch was? Hier rechts unten? Nein, okay. Und jetzt kommen wir zum Checkpoint hin, dass ich auch wieder volle Herzen habe. So, gut. So, ja, Eier habe ich sogar jetzt erstmal genügend, würde ich, Hilfe? würde ich sagen, stirb mal bitte. Stirb bitte, ja, ich kann mir jetzt ja ein paar holen. Hier mal 3 blaue Eier vielleicht, warte kurz. Moment. So, perfekt. In der Mitte hole ich mir mal 20 Münzen. So, habe ich zwar auch schon genügend, aber warum nicht? Und hier, mal nochmal, weiß nicht. Ja, Eier brauche ich keine mehr. Aber, ne? Besser so. Jetzt habe ich schön viele bunte Eier hier dabei. Cool. Bam. Ah, da ist was, ja. Nehme ich die nächste Blume. Okay. Und wieder so ein Typ. So. Den ich dann gleich wieder bestimmt ausnutzen muss. Sogar mehrere. Oh Gott, noch eine Challenge hier. Ah, das wird jetzt schwierig werden. Okay. Ja, obwohl, das schaffen wir. Mit dem Flatterflug vor allem kann ich die leicht einsammeln. Nee, ist gar kein Problem sogar. Okay, cool. Und damit haben wir alles mitgenommen. Nice. So, jetzt keinen Schaden mehr nehmen, bitte. Und dann ist alles gut. So, Moment. So, nochmal Herzen hier am Ende. Okay, aber habe ich ja eh schon voll gehabt. Aber ein bisschen was kommt sogar noch. Blauer und ein roter Hebel. Der blaue ändert wahrscheinlich nur das mittlere Ding und der rote das Ganze. Ja, ich muss erstmal blau drehen, um zum roten hinzukommen. Nochmal. Jetzt kann ich den roten drehen. Auch eine Vierteldrehung. Und... Nochmal? Ja, das bringt mir ja nichts. Ah, doch schon, genau. Weil ich nämlich jetzt auch das Sprungbrett hier zur Verfügung habe. Und ich damit hier nach oben komme. Und dann nochmal. Okay. So, mehr ist hier auch nicht mehr, ne? Weil ich meine, ich habe ja eh schon alles gefunden. Also es kann zumindest keine wichtigen Secrets mehr geben. Also dürfte schon alles passen. Hoffe ich mal. So, und gleich sollten wir es auch geschafft haben, das Level. Denke ich mal.
Kommt noch ein Bosskampf? Nee. Was zum... Na, du gibst nicht auf, was? Meine fiesen Fallen werden dein Verderben sein. Echt jetzt noch ein Bosskampf? Einfach so? Oh weh. Okay. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Muss ich einfach zu dem hinlaufen? Oh Gott, was macht der? Hä? Nein! Oh Gott, geht weg, Yoshi! Na, abwerfen kann ich ihn gar nicht. Draufspringen? Stampfattacke, okay. Muss ich raus hier? What the fuck? Was geschieht hier eigentlich gerade? Okay, der macht immer wieder einen anderen Aufbau und ich muss versuchen, zu ihm hinzukommen. Rechtzeitig, bevor ich von den Stacheln dann erwischt werde. Oh Gott. Aber erstmal in Sicherheit. Nein! Hä, was soll ich jetzt da machen? Also okay, ich bin hier sicher. Okay, ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. So, hier nach unten und dann, und dann komme ich schon zu ihm hin. So. Nein, nicht mehr sterben oder sowas. Das war jetzt knapp. Vielleicht kann ich auch durch den gar keinen Charme nehmen. Das kann auch sein. Aber das ist sogar ganz cool. Das ist auch eher so eine Art Rätselbosskampf, würde ich sagen. Aber es gefällt mir. Das war schon mal schlecht übrigens. Ja. Ich habe mal einfach irgendwas wild gedrückt. Nee, das war nicht. Das musste ich machen. Scheiße. Oh Gott. Ganz vorsichtig. Okay, jetzt nochmal. Nach oben. Ich muss mich erstmal zum Blauen hin und die Tür aufmachen. Ja, es wird auch immer komplizierter. Jetzt nach unten. Ja, Moment. Unten bleiben, unten bleiben. Oh Gott. Und nach oben. Ja. Ich will natürlich jetzt keinen Schaden mehr nehmen. Weil ich dann das Level nicht nochmal neu spielen müsste. Das wäre mir wirklich sehr recht. Jetzt kann ich den Blauen bewegen. Und dann zum Grünen hin. Dort dann gleich die Tür aufmachen. Das kann ich das schon machen? Ja, genau. So, warten. Und jetzt den Blauen zurück. Und genau, jetzt kann ich ja hier einfach durchlaufen. Den Grünen wegmachen, das ist aber echt kompliziert. Shit, den Grünen dann gleich wegmachen. Und dann dürften wir schon fast da sein. So, oder das passt ja dann immer noch nicht sogar, oder? Doch, ich kann jetzt einfach hinlaufen. Genau, okay, alles gut. Na komm, und bam. Puh. Das war gar nicht mal so einfach. Aber eine coole Idee. Yoshi! Und war jetzt dann deswegen sogar doch auch ein längeres Level. Obwohl es nur 5 Blumen zu finden gab im Level, war es echt auch ein bisschen länger. Weil man eben ein bisschen nachdenken musste an einigen Stellen. Und weil es am Ende nochmal so einen überraschenden Bosskampf gab. Aber hat mir echt sehr gefallen. So. Und dann können wir uns sogar eigentlich auch gleich an die Schnuffelchen-Mission wagen. Die wahrscheinlich dann nicht so einfach wird. Würde ich mal schätzen. 3 Minuten habe ich sogar nur. Okay, ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr. Das wird dann nämlich echt nicht einfach werden, glaube ich. Weil in so Leveln, die eher auf Rätsel aufbauen und wo es immer ein paar mehr Abzweigungen gibt, ist es ja, finde ich, viel schwieriger, die Schnuffelchen zu finden. In einer kurzen Zeit auch noch. Also ja, das könnte ein Problem werden. Aber wir kriegen das schon hin. Hoffe ich mal. So, ich muss jetzt erstmal halt immer wieder den richtigen... Nein, geh nach unten. Yoshi, geh nach unten. Danke. Jetzt erstmal immer den richtigen Weg überhaupt finden. Was... Lol, was gar nicht so einfach wird, glaube ich. Nochmal. Jetzt kann ich einfach durchlaufen nach links. Genau. So, dann gleich genau hinhören, wann ich den ersten höre. Oder auch sehe natürlich. Aber eher höre. Aber noch höre ich nichts. So, erstmal ein paar Eier. Genau, gut. Aber über 30 Sekunden sind schon oben. Und der erste Checkpoint schon, wir haben noch gar keinen gefunden. Habe ich schon den ersten verpasst? Ich hoffe es mal nicht. Ja, das hätte... Nein, das hätte ich gar nicht machen dürfen. Nein, das war schon richtig. Zurück. So, hier geht es dann gleich weiter einfach. Genau. So, aber jetzt kann er schon mal auftauchen übrigens. Hier nicht, nee. Ich habe ihn schon verpasst, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der so spät kommt. Ah doch, das war er. Okay, dann ist doch alles gut. Freut mich. So, Moment. Und zack, okay. Gut, mitkommen. Ja, ja, egal. Wenn ich ein bisschen Schaden nehme, ist okay. Solange ich nicht sterbe. Ja, das ist Bonus. Shit. Ja, ganz ruhig. Hier muss ich wirklich, wirklich ganz ruhig bleiben. Ich darf hier nichts überstürzen. Sonst kriege ich gar nichts hin. So, hier mit reingehen. Und den Hebel aktivieren.
Sondern dann gleich auf die andere Seite. Hier war nämlich auch... Da unten ist auch keiner. Bei diesem Geheimraum da. Gewesen. Nein. Weil ansonsten hätte ich ihn ja gerade gehört. Ja. Da oben? Ich höre nichts. Nee, ich gehe mal... Ja, ich weiß nicht noch. Ich meine, vielleicht ist es auch zu weit weg. Und deswegen habe ich es nicht gehört. Das kann schon sein. Aber ich hoffe jetzt mal, dass da keiner war. Ja, ich meine, wir haben immer noch einiges vom Level vor uns. Also es wird schon passen. Ja, obwohl... ich weiß nicht. Ich hätte vielleicht doch nachgucken sollen. Aber eigentlich hätte ich das hören müssen, habe ich das Gefühl. Oder? Weil das war ja nicht so weit weg, der Ort. Gerade eben. Jetzt habe ich einen gehört. Ist es der zweite oder der dritte, ist jetzt die Frage. Und wo ist er vor allem? Ist er oben irgendwo? Ah, der klebt an ihm dran. Ja, lol. Ja, komm bitte. Oder... Nee, tu da doch. Da hinten. Ich sehe ihn doch. Hallo? What the... Hallo? Kannst du rauskommen? Das ist er doch. Boah, Mann. Ey, ich habe doch abgeworfen jetzt. Ach, das wusste ich gar nicht genau. Ich kann sogar den Samurai abwerfen und dann den zerstören. Das wusste ich gar nicht. Na toll. Jetzt wird es ein bisschen sehr eng. Von der Zeit halt. Ich muss jetzt einfach durchrennen. Und hoffen, dass ich mit Glück finde. Vielleicht war er gerade da oben irgendwo. Aber ich muss durchrennen jetzt. Ich habe keine andere Chance. Ach man. Noch hier irgendwo im Hintergrund am Ende? Nee. Ach komm. Ärgerlich. Ach man, das war jetzt aber auch echt ein bisschen blöd irgendwie, weil ich ja den zweiten eigentlich schon viel schneller gefunden habe. Und ich habe den ja eigentlich auch mehrmals abgeworfen, finde ich. Aber ich muss anscheinend diesen Samurai von vorne treffen, oder wie? Und dann wird er zerstört und dann kann ich erst den Schnuffelchen oder das Schnuffelchen bekommen. Naja, egal. Und dann musste ich mich halt am Ende leider sehr beeilen und habe dann den letzten nicht mehr gefunden. Vielleicht war er da irgendwo dann auch oben, wenn ich dann mit den Stachelplattformen nach oben gefahren wäre oder sowas. Okay, aber gleich werden wir sehen, wo der dritte war und dann werde ich es auch gleich schaffen. Yep, tatsächlich ist es hier oben. Sogar ein bisschen fies, dass man das nicht hören konnte, wenn man hier unten ist, oder? Weil das ist ja eigentlich recht nah dran. Aber konnte man trotzdem nicht hören. Da musste man wirklich dafür halt dann auch umgehen, um das Schnuffelchen hören zu können. Aber na gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle auch locker innerhalb von 3 Minuten. Also, alles gut. Yashi. Gut. Aber das hat wirklich eine Zeit lang gedauert. Deswegen, heute schaffen wir kein weiteres, komplett neues Level mehr. Aber das ist auch okay, weil wir ja eh einiges an Kunstgewerken noch nachzuholen haben. Und da machen wir am besten dann heute wieder weiter. So. Und zwar, nämlich dann hier bei Spektakel mit Makel, da fehlen nämlich noch einige weitere. Erstmal müssen wir 5-mal so einen Abroxas-Raben da finden. So eine Art Flugzeug oder Zeppelin oder was es sein soll. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier sind die, genau, und zwar auf der Rückseite. Na gut, dann gucken wir gleich mal, wo die zu finden sind. Nummer 1 sehe ich da schon. So hinter diesem Turm hervorragen. Und hier oben, kurz nach dem ersten Checkpoint, versteckt sich der zweite. Oh, da ganz links oben? Ist das eins? Dass man nur so halb sehen konnte. Oder halb ist noch übertrieben. Dass man nur so Viertel ungefähr sehen konnte. Okay, das war ziemlich fies. So, ganz am Ende ist noch einer. Aber ich habe einen verpasst. Na toll. Ah, und zwar noch da unten. Okay, das habe ich vorher nicht gesehen, weil ich hier immer oben entlang gegangen bin. Aber man muss hier die untere Plattform nehmen und dann kann man das hier erkennen. Puh. Das war schon gar nicht mal so einfach, finde ich. Ja, und wir haben noch, ich glaube, 7 weitere Kunstgewerk-Missionen hier in diesem Gebiet. Also, da haben wir noch einiges vor uns. So, aber das haben wir erstmal. So, sehr schön. Gut, dann als nächstes hätte er gerne ein Schnuffelbild. Okay, aber nur ein einzelnes. Rückseite war das gerade, genau. Von der Spukvilla. Genau, da waren ja auch einige Bilder, glaube ich. Und da muss ich jetzt eben das Richtige finden mit dann Pucci drauf. Okay, auf der Rückseite, ja, mal gucken, wie schnell ich das finden werde. Ja, habe ich schon? Ist es da unten? Wow, okay, das war ja fies. Das war auch nur so ganz knapp zu erkennen, da war auch wieder nur ein Viertel zu sehen des Bildes, so ungefähr. Aber es ist gleich am Anfang. Also ich habe da jetzt zum Glück nicht lange gebraucht. Aber das war echt nicht so einfach. Okay. Puh.
Ja, also wenn die weiteren Kunstgewerke auch so schwierig werden, wie jetzt die ersten beiden, die wir finden mussten, die ersten beiden Missionen, dann könnte ich echt noch ein bisschen dran sitzen. Weil da habe ich jetzt auch, da hab ich halt auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich das noch gesehen habe. Aber na gut. Sondern viermal Kanonenscheiger, stimmt, der ist mir schon aufgefallen, richtig. So, beim Zirkus sind die, genau. Waren die auf der Rückseite oder Vorderseite? Weiß ich nicht mehr. Auch auf der Rückseite. Okay, dann gucken wir gleich mal. Und zwar hier bei diesen ganz vielen anderen Shy Guys, da haben wir auch den ersten Ganoven. Und der zweite kommt schon kurz danach, der ist diesmal nicht in der Nähe von anderen Shy Guys, sondern ganz alleine hier oben. Und hier nach dem zweiten Schnuffelchen hat sich der in dieser Kiste da versteckt. Und, ah genau, der letzte, ich hab's gerade gesehen, ist noch hier ganz am Ende. Nämlich noch hier. Okay. Aber die waren auch wieder nicht so einfach zu finden. Die habe ich jetzt wenigstens auf Anhieb gefunden. Also das Einzige, was ich bisher nicht auf Anhieb gefunden habe, war eben dieses eine Raben-Flugschiff da. Das Abroxas-Flugschiff von vorhin, was ich dann noch im Nachhinein zeigen musste. Die anderen Kunstgewerke habe ich alle immer auf Anhieb gefunden bisher. Aber das könnte sich noch ändern, weil die waren wirklich nicht einfach, finde ich. So, dann eine Achterbahn. Silhouette wieder nur. Okay. So, beim Spinnrad-Level natürlich. Ja. Mal gucken, ob ich die finden werde. Eigentlich gehen ja die Silhouetten-Aufträge sogar immer. Weil ich kann zwar nicht sehen, was für Farben das sind, aber dafür war es immer recht auffällig zu finden. Mal gucken, ob das hier auch so sein wird. Ah, halt, Moment. Das ist sie, oder? Da unten. Ja, okay, gut. Puh. Also, ging eigentlich, ne? War jetzt gar nicht so mega auffällig. Da hatten wir schon andere Silhouetten-Missionen, die noch einfacher waren, wo das halt noch viel auffälliger war. Das war jetzt schon sogar... Also, ich meine, versteckt kann man es nicht nennen, weil da musste man dran vorbeilaufen. Aber es war halt kein so hiesiges Kunstgewerk. Und deswegen konnte man das schon mal übersehen. Aber ich habe es zum Glück auch wieder gleich auf Anhieb gefunden. So, dann Zirkuswagen. Okay, sogar nochmal eine Silhouette. Ja. Auf der Rückseite beim Zirkus. Aber das habe ich sogar, glaube ich, gerade gesehen. Wenn das das ist, an was ich denke, dann war das ziemlich groß. Und dann waren da innen drin in dem Zirkuswagen noch zwei komische Wesen, sage ich mal. Wir schauen mal kurz nach. So, den hier meinte ich nämlich. Das dürfte er, glaube ich, sein, oder? Ja, genau. So, also das rechte war irgendein Mann und das linke von dem sah irgendwie aus wie ein Geist. aber keine Ahnung, vielleicht sollte es halt irgendein Tier darstellen oder sowas, das hier im Zirkus auftritt. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. So, Zirkuswagen gefunden, genau. Der war jetzt zum Beispiel wieder ziemlich auffällig, weil der halt auch wirklich sehr groß war, finde ich. Also das war jetzt einfach. So, Großvateruhr. Okay, die habe ich gar nicht gesehen, aber gibt es nur einmal anscheinend. Auf der Rückseite vom Geisterhaus wieder. Okay. So, dann mal gucken, wie es mit der aussieht. Okay, da ist sie. Das ist tatsächlich ziemlich fies. Also hier ganz am Ende muss man mit der Plattform da nach oben, dann hier rechts in diesen Geheimraum rein und da zeigt sie sich dann. Puh, okay. Ja, das war nicht so einfach. Habe ich ja auch knapp 4 Minuten in dem Level hier verbracht. Und es war auch schon so, dass ich schon kurz vorm Ziel war und ich nochmal ganz kurz zurückgelaufen bin und ich sie dann erst gefunden habe. Also ja, schon ziemlich fies. Aber das gilt eigentlich wirklich für fast alle Kunstgewerke hier. Also hier in der Welt sind sie, oder in dem Bereich, wo wir gerade sind, sind sie so im Schnitt bisher am schwierigsten, würde ich fast sagen. So, dann Karussell. Okay, aber das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich sogar, glaube ich, beim ersten Mal, als wir das Spinnrad-Level gespielt haben, sogar auch schon abgeschossen, meine ich. Und gerade eben, wo ich ein anderes Kunstgewerk gesucht habe, die Achterbahn, glaube ich, ist mir das auch wieder aufgefallen. Also ja, das werde ich gleich leicht finden können. Hier ist nämlich schon, kommt sogar ziemlich früh im Level auch. Also ja, das ist kein Problem. So, zum Glück war es auch wirklich, weil ich wäre ansonsten jetzt, glaube ich, gestorben. weil ich da jetzt ziemlich weit runtergefallen bin. Aber wir haben es ja zum Glück gefunden. Gut, und damit fehlt nur noch ein weiteres Kunstgewerk hier in diesem Gebiet. Dann haben wir auch das schon zu 100% abgeschlossen. So. Und mal gucken, was das letzte Kunstgewerk für eines sein wird. So, nämlich, oh Gott, 6-mal ein Nachthimmelgeist in der Spukvilla wieder. Ja. Ja, das wird jetzt sehr, sehr schwierig werden. Wir müssen gleich 6-mal etwas finden und dann auch noch im schwierigsten Level, wo es etwas zu finden gibt, nämlich in der Spukwarnvilla, weil es da sehr viele Details gibt und viele Wegabzweigungen. Also das wird jetzt nochmal richtig schwierig werden. Ah, noch bevor man die Villa überhaupt betritt, ist hier schon der erste. Und ja, das ist auch schwierig. Hier dahinter ist der zweite zu sehen. Ich muss da auch wieder mit der Plattform nach oben fahren zuerst. Der nächste ist wieder hier im Outdoor-Bereich. Und dann haben wir hier auch schon den vierten.
Und da oben bei dem großen Villa-Abschnitt hier am Ende noch ist der fünfte. Und, oh, das ist ja sowas von fies. Da ganz rechts, so ganz blöd versteckt, ist noch der letzte. Okay, nach dem habe ich jetzt noch ein bisschen suchen müssen. Da bin ich jetzt noch häufiger beim Ziel wieder hin und her gerannt. Puh. Puh, puh, puh. Ja. Hier waren die Kunstgewerke echt schwierig. Also in dem ganzen Gebiet, würde ich sagen. Also ein paar, es waren auch einfache dabei. Das Karussell zum Beispiel war sehr einfach. Und noch ein, zwei andere. Aber es waren auch einige Missionen echt sehr, sehr schwer, finde ich. Gut. Da bin ich wirklich froh, dass wir das geschafft haben. So, und damit? Yay, sind wir auch hier fertig. Gut. Und dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Crafted World. Beim nächsten Mal würde es dann mit dem nächsten Bereich weitergehen, den wir dann erstmal noch aufmachen müssen. Brauchen wir dann 15 Grinseblumen, genau. Mit dann wieder einem neuen Bereich und neuen Leveln und vielleicht zwei Level oder auch nur eines und dann wieder Kunstgewerke nachholen. Mal schauen. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.